Hallöchen ihr Lieben, da sind wir wieder mit dem nächsten Verkostungsvideo und heute gibt's was auf die Gewürzmogel. Bud Spencer, The Legend, die neueste Abfüllung aus dem Hause St. Kilian, der hat für einigen Aufruhr gesorgt. Und da kann man schon mal sagen, marketingtechnisch alles richtig gemacht, weil meine Altersgruppe und auch noch ein bisschen jünger ist mit Bud Spencer aufgewachsen. Waren teilweise die ersten Filme, die man so alleine im Kino gucken durfte, im Fernsehen. Es wird bis heute regelmäßig wiederholt und hat eine große Fangemeinde, dieser Schauspieler, leider inzwischen verstorben. St. Kilian hat ihm zu Ehren einen Whisky rausgebracht, Ex-Bourbon und Amarone-Fässer, wenn ich es richtig im Kopf habe. Abgefüllt mit 46%, mal ein neues Flaschendesign auch. Und das Ganze zu dem, wie ich finde, äußerst fairen Preis von 34,90. Das ist ein Stück günstiger als die bisherigen Abfüllungen. Ach, den haben sie sogar noch zu. Ich gedacht, die Kollegen hätten das Ding hier schon aufgerissen. Nein, das ist noch nicht der Fall und er zeigt sich widerspenstig. So, da hat er aber verloren. Und ich bin echt gespannt auf diesen Whisky. Inzwischen ist er ja schon im Handel und die ersten haben auch ihr Fläschchen zu Hause. Bei Facebook waren in den letzten Tagen häufiger Bilder zu sehen. Mit der Flasche und dem Glas im Vordergrund, im Hintergrund auf dem Fernseher, irgendwas von Bud Spencer. Und der ein oder andere hat sogar Bohnen mit Speck dazu gemacht. Dann wollen wir mal gucken, ob der auch was kann. Ich rechne nicht damit, dass es einen Satz heiße Ohren gibt. In der Nase eine schöne getreidige Note. Ja, so eine Mischung aus Haferflocken. So ein bisschen Richtung trockener Keksteig. Mürbeteig vielleicht. Jetzt kommen feine Fruchtnoten dazu. Kirsche, rote Beeren. Und das Ganze trotz der 46% unglaublich sanft in der Nase. Recht verhalten, er fremdelt noch ein wenig. Wie üblich fehlt uns aber die Zeit, da ein wenig zu warten, bis er sich noch mehr entfaltet hat. Ich probiere ihn mal. Slange. Sehr schön. Richtig sämiges Mundgefühl. Ganz rund und weich am Anfang. Dann kommt so nach und nach der Alkohol dazu. Wird ein bisschen stärker. Ich bin bei den getreidigen Noten, bei den Teignoten, die ich schon in der Nase hatte. Die Früchte kommen jetzt hier etwas stärker durch. Kirschen sind ein bisschen deutlicher. Auch Beeren. Ja, wie so ein Smoothie aus Erdbeeren, Himbeeren, Kirschen nochmal mit drin, ein bisschen was Meloniges. Sehr interessante Mischung, als hätte wirklich jemand so ein
Mürbeteigplätzchen mit Fruchtkompott bestrichen. Wobei die Aromen der Früchte spürbar sind, aber im Vergleich mit den Keksen doch etwas zurückhaltend. Richtig schöner Trinkwhisky. Also ich weiß, dass etliche sich die Flasche gekauft haben, um sich das Ding ins Regal zu stellen. Manch einer hat eine zweite gekauft, weil er eine voll im Regal stehen haben möchte und eine halt probieren möchte. Sollte man auf jeden Fall tun. Ich finde, das ist ein lecker Ding. Schöner Trinkstoff. Wird jetzt hinten raus noch ein bisschen kräftiger. Im Abgang bleibt diese ja, getreidige Note, diese Teignote mit ein bisschen Früchten dabei, auch da erhalten. Klingt aber langsam ab. Kann man nichts gegen sagen. Schöner, geradeaus Whisky, ehrliche Haut, nicht zu komplex, aber ein schönes Ding, was St. Kilian da abgeliefert hat. Ich will nicht sagen, es ist der beste, den ich bisher von St. Kilian im Glas hatte, aber der ist schon richtig gut. Ja, er wirkt noch ein bisschen jung, klar, aber in dieser Jugend trotzdem schon lecker, kräftig, schöne Aromen, schönes Ding zum einfach wegschnasseln. Am besten mit dem Film dabei vom guten Bad und dann wird das was mit dem Abend. In diesem Sinne, viel Spaß damit und wenn ihr euch den bestellen wollt, 34,90 kostet so ein Fläschchen. Noch haben wir was da aus der zweiten Lieferung. Die erste war ja innerhalb eines Tages vergriffen. Aber jetzt kommen wir wenigstens dazu, für den zweiten Rutsch noch ein Video zu drehen. Und ja, was immer ihr im Glas habt, ob es der ist, ob es was anderes ist, genießt es, habt Spaß damit und freut euch des Lebens. Bleibt gesund bitte. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.